Hier beschäftigen wir uns mit einer Folgerung aus dem Körperaxiom der reellen Zahlen, dem allgemeinen Distributivgesetz. Ein bekanntes Körperaxiom ist bereits das Distributivgesetz selbst. Wir nehmen an, dass für alle reellen Zahlen gilt, dass x mal die Summe aus y plus z gleich der Summe der Produkte von x und y und x und z ist. Wenn der Faktor mal z allerdings hinter der Summe steht, muss die Gleichheit von in Klammern x plus y mal z und x mal z plus y mal z noch gezeigt werden. Dies ist auch der Satz, den wir beweisen wollen. Für alle reellen Zahlen x, y, z gilt die Gleichheit von in Klammern x plus y mal z und x mal z plus y mal z. Kommen wir zum Beweis. Starten wir mit dem Ausdruck in Klammern x plus y mal z und versuchen mittels der Körperaxiome eine Gleichheit zu x mal z plus y mal z zu zeigen. Zunächst vertauschen wir x plus y mal z mit dem Kommutativgesetz der Multiplikation und wir erhalten die Gleichheit zu z mal in Klammern x plus y. Nun können wir das Distributivgesetz anwenden, also jenes, was schon axiomatisch vorausgesetzt wurde. Und wir erhalten z mal x plus z mal y. Mit dem Kommutativgesetz der Addition erhalten wir nun die Gleichheit zu x mal z plus y mal z. Insgesamt haben wir so die Gleichheit von in Klammern x plus y mal z und x mal z plus y mal z gezeigt. Somit haben wir die Gültigkeit des allgemeinen Distributivgesetzes bewiesen.